Aus diesem 14 cm dicken Eisblock wird später eine beliebte Süßspeise. Kakigori nennt sich das Dessert, das sich in Japan schon seit über 800 Jahren großer Beliebtheit erfreut. Zwischenzeitlich wurde Kakigori allerdings aus billigem, maschinell hergestellten Eis produziert. Doch das ist Schnee von gestern. Yuichiro Yamamoto ist einer der wenigen Eisbauern in Japan, die sich auf die Produktion von Eisblöcken für die Herstellung von Kakigori spezialisiert haben. Wenn es im Winter regnet, wird das Eis beschädigt. Wir müssen es dann brechen und wieder bei Null anfangen. Wenn das Eis in dem Moment schon eine gewisse Dicke erreicht hat, sind wir gezwungen, 30 Tonnen schweres Eis mit der Hand herauszuholen. Die Saison startet im Herbst. In eine Grube wird Wasser gefüllt. Um das Eis sauber zu halten, müssen regelmäßig Schichten heruntergekratzt werden, was den Gefrierprozess verlangsamt. Ist das Eis dick genug, werden rechteckige Blöcke herausgeschnitten und über eine Bambusrutsche in den Kühlraum transportiert. In den kommenden Monaten wird das Eis an Läden in Tokio verkauft. Wie Jahresringe beim Baum erzählt auch jeder einzelne Eisblock seine eigene Geschichte. Weil er lange gefriert, ist das Eis sehr hart, was ihm eine besondere Struktur verleiht, wenn es abgeschabt wird. Die abgeschabten Eisflocken werden anschließend mit einem fruchtigen Sirup serviert.